Guten Morgen am 20. Mai 23. Wir schauen einmal in das Rider-Waite-Tarot und sehen nach, was es da für ein schönes Tageskartel für uns gibt. Was gibt's denn da? Und wir haben wunderbar die Sonne. Und das passt auch ganz perfekt zum heutigen Tag. Warum? Weil heute für zumindest für unsere Stadt Sonne angesagt ist. Ja? Also ich wohne in Wien in Österreich und da haben wir heute tatsächlich ein bisschen Sonne. Ich hoffe, ihr seht das. Man sieht auf dieser Karte ein kleines Kind, das auf einem Pferd reitet. Das spricht dafür, dass ihr heute alles tun dürft, was euch als Kind Spaß gemacht hat. Ja? Auch wenn ihr jetzt erwachsen seid, ganz egal, ob ihr 50 oder 60 Jahre seid, ja? Ihr dürft heute mal auf dem Spielplatz mit euren Kindern oder Enkeln spielen. Ihr dürft das auch ganz alleine machen. Ihr dürft heute mal im, ja, wie soll ich sagen, wenn euch danach ist, dass ihr dieses Gehüpfe macht. Ich weiß nicht, wie das heißt, Skipping oder wie nennt man das auf Deutsch? Wenn man so statt zu gehen oder zu laufen so hüpft. Also jetzt nicht so wie der Otto, so dieses da, sondern ich meine so dieses, wo man abwechselnd ein Knie hochhebt, ja? Ihr wisst schon, was ich meine. Also diese Art dürfte man heute machen, ja? Ganz egal, was die anderen Leute denken, man darf heute einfach wieder ein bisschen Kind sein, man darf ein bisschen spielerisch sein, man darf ein bisschen blödeln, ja? Weil das tut niemandem weh und es erhält die Seele ein bisschen und man fühlt sich wieder, wie wenn man jung wäre, ja? Diese Karte spricht auch sehr dafür, dass wir eben jetzt Elan bekommen, sehr viel Rückenwind, sehr viel Freude, dass wir sozusagen, also bei uns auf der Nordhalbkugel ist ja jetzt Frühling, geht in Sommer über, das heißt wir bekommen wieder mehr Tageslicht, wir bekommen dadurch auch mehr Energie und das merkt man halt auch, ja, man ist vielleicht etwas weniger müde als sonst, man hat vielleicht mehr Tatendrang und das sind so Sachen, gut, das gilt jetzt für die Südhalbkugel nicht, ja, die gehen jetzt gerade eher so in Richtung Herbst, aber für uns hier ist das eben eine sehr aufweckende Zeit und das merkt man eben auch an so einer Karte, ja. Genießt den heutigen Tag, gönnt euch etwas, ja, wenn ihr Lust habt auf Eiscreme, obwohl ihr vielleicht auf Diät seid, macht mal einen Cheat Day, ja, gönnt euch mal was. Ich esse momentan keine Kohlenhydrate, habe aber gestern auch gecheatet und habe einfach Knödel gegessen, obwohl ich nicht darf. Aber ja, gönnt euch mal was, ja. Man muss nicht immer so perfektionistisch sein und heute ist sicherlich nicht der Tag dafür, heute ist eher das Spielerische. Ich wünsche euch damit ein schönes Tagel und bis bald. Baba.